Es herrscht wieder Leben im Zwinger vom Keltental. Birka hat am 21.06. vier Welpen gewölft. Und hier sind die Hauptdarsteller. Karl, Kasper, Carlos und Kira. Birka hat alles im Griff, einschließlich Erziehungsmaßnahmen. Ein Balancekissen ist hervorragend geeignet zum Trainieren des Gleichgewichtssinns. Karl macht es vor. So geht es. Jeden Tag geht es nach draußen, um neue Eindrücke zu gewinnen. Das kommt immer an. Ja. Ja. Die ersten Welpeninteressenten sind gekommen und schnell wird Freundschaft geschlossen. Birka bekommt viel Lob für ihre Ruhe und Gelassenheit, die sie an den Tag legt. Natürlich dürfen Fotos nicht fehlen. Karl hat bereits Freundschaft mit seinen zukünftigen Besitzern geschlossen. Während Carlos, Kasper und Kira eine neue Kuschelecke gefunden haben. Schlafen, trinken und spielen bestimmen zurzeit den Tagesrhythmus. Die Idee kam ich noch hier. Das ist ja nämlich ein Schwimmbad da hinten. Kira schlägt das Kühle nass. Bei der Schwüle ein Genuss. Carlos beginnt mit den ersten Wasserübungen. Kira und Carlos halten Siesta. Und schließlich gesellt sich Karl dazu. Währenddessen Kasper die Hütte bewacht. Lara, unsere gerade 2 Jahre alt gewordene Enkelin, wird regelrecht in der Wurfkiste groß. Papa! Papa! Super interessant sind natürlich die Bälle. Papa! Papa! Schon früh lernt sie den Umgang mit den Welpen. Langsam und festhalten, gell? Und die Welpen werden früh auch auf Kinder geprägt. Ja, den Carlos kannst du auch. Ganz langsam. Ja, ganz langsam. So, langsam. So, und jetzt schön dahin bringen. Oh. Nicht werfen, hinsetzen. So. Ne? Super. Ganz toll gemacht. Hat der Kuss bekommen? Das ist der Kasper. Ja. Ja, oh, der ist auch schwer. Die ersten Kämpfe werden ausgetragen. Hin und her geht oft die Hatz.
Aber ich denke, das ist auch immer relativ hart, deswegen könnten wir, glaube ich, gar nicht züchten, oder Melle? Nein, ich kann nicht. Ich hätte Probleme, die Hunde abzugeben. Täglich geht es hinaus auf unser Trainingsgelände. Die Kleinen werden von Tag zu Tag selbstständiger. Auch die drei haben sich bereits gefunden. Kira geht zu einer Försterfamilie in den Schwarzwald. Ja, und das Mädchen. Ja, fein. Jo, da sind sie. Birka hat die Milchbar wieder eröffnet. Genüsslich schmatzen die Kleinen die Muttermilch. Ja, fein. Ja, fein. Kasper und Karl erkunden das hohe Gras. Ein richtiger Abenteuerspielplatz. Ja, und dann kommt mein ältester Sohn mit unseren Enkeln Mia und Janis. Die Scheu ist nur von kurzer Dauer. Na, dann bis bald. Wir brauchen Anlaufzeit. Komm, wir packen sie ins Auto.